hier sind wir, hier kommt alle meine. Eine Stimme, die uns wieder vereint, zu einem Wir, einem Wir. Hey, Augen auf, wir zeigen euch unsere Meinung. Halten alle zusammen und stehen gemeinsam hinter ihr. Ja, liebe Freunde und Mitstreiter, es ist ja immer schwierig, am Ende einer langen Rednerliste zu reden, weil dann das Wort gilt, ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Aber ich will trotzdem meiner Verpflichtung nachkommen, ein paar Worte zu euch zu sagen. Und erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass ich diese Rede vom Blatt ablese. Das ist reiner Selbstschutz. Und diese Rede ist zugleich jetzt parallel auf meinem Blog vera-lengsfeld.de ferngeschaltet, so kann jeder mitlesen. Und heute ist die Antifa nicht da, aber ich kenne ja Demonstrationen, wo die Antifa alles niederpfeift und brüllt und schreit. Dann hätte man die Rede dann trotzdem mitlesen können auf dem Handy. Aber vor allen Dingen habe ich das gemacht, weil die Journalisten der Propagandamedien, die nicht ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommen, nämlich die Regierung zu kontrollieren, damit beschäftigt sind, die Kritiker der Regierung zu verfolgen. Und sie verfolgen nicht nur die Kritiker der Regierung, sondern sie prangern sie öffentlich an, mit dem Ziel, sie mundtot zu machen. Und ein ganz beliebtes Mittel ist, Zitate aus dem Zusammenhang zu reißen, damit sie einen anrüchigen Touch bekommen. Aber wenn der Text bereits gedruckt oder online vorliegt, ist das nicht mehr so einfach. Also, wir können die Medien nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber wir können sie zwingen, immer offensichtlicher zu lügen und damit durchschaubarer zu werden. Seit Wochen gärt es in unserem Land. Immer mehr Menschen zweifeln an den Corona-Maßnahmen, die in einer angeblichen Gefahrensituation verordnet wurden. Und diese Gefahrensituation hat ja unsere Kanzlerin bekanntlich als die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg genannt. Und mit diesen Maßnahmen wurde nicht nur das öffentliche Leben, wie Sie gesagt haben, heruntergefahren, sondern auch unsere Wirtschaft ist einschneidenden Einschränkungen auferlegt worden, um ein angeblich tödliches Virus zu stoppen, das allein, so waren jedenfalls die Anfangsprognosen in Deutschland, Hunderttausende Tote, das Robert-Koch-Institut sprach sogar von 1 Million, verursachen würde. Und von Anfang an wurden Kritiker an der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen stigmatisiert und mit Begriffen wie Verschwörungstheoretiker, Rechte, Aluhutträger oder gar Rechtsradikale belegt. Und heute, liebe Freunde, wissen wir, dass diese Maßnahmen aufgrund einer Fehlprognose getroffen wurden. Die leergeräumten Intensivstationen blieben weitgehend leer, weil notwendige Operationen an Krebspatienten und anderen akuten Fällen nicht durchgeführt werden konnten. Die Sterberate in Deutschland, lag im März dieses Jahres unter der Sterberate des Vorjahres und noch viel erheblicher unter der Sterberate von 2018. Im April gab es eine leichte Übersterblichkeit, aber es fehlen bislang Untersuchungen, wie die spürbar gestiegene Selbstmordrate, von denen wir selbst in den Medien lesen konnten, oder dem verfrühten Sterben von Alten in Heimen, die rigoros von ihren Angehörigen getrennt worden sind, oder mit nicht durchgeführten notwendigen Operationen zusammenhängen. Diese Untersuchungen möchte ich gerne haben. Ja.
Und was jetzt bereits feststeht, ist, dass trotz vermehrter Kontakte aufgrund gelockerter Verbote die Infektionsrate sinkt. Trotzdem werden die Corona-Beschränkungen nur zögerlich gelockert. Und man hat den Eindruck, diese zögerliche Lockerung geschieht hauptsächlich deshalb, um die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Lockdowns gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und dabei kommt es zu absurdesten bürokratischen Gängelungen, die als angeblich notwendige Hygieneregeln verkauft werden. Und ich gebe nur ein Beispiel, was mir besonders wehtut. In zahlreichen Schulen unseres Landes werden Kreise auf den Schulhof gemalt, in denen die Kinder isoliert voneinander die Pause verbringen müssen. Ja. Das Schulhaus ist zum Einweglabyrinth geworden, um Kontakte unter den Schülern zu vermeiden. Aber sobald die Schule aus ist, haben die Kinder engsten Kontakt miteinander. Also, liebe Freunde, wir leben inzwischen nicht mehr in Deutschland, sondern in Absurdistan. Aber wer das thematisiert, muss sich warm anziehen. Eine beliebte rhetorische Figur der Propagandamedien gegen die Meinungsfreiheit ist, dass sie sagen, dass Menschen, die doch frei und öffentlich ihre Meinung äußern können, sich beklagen, es gäbe keine Meinungsfreiheit und sie sich selbst widersprechen und damit lächerlich machten. Ja, man kann sagen, was man will, wenn man den Mut dazu aufbringt. Aber wenn man sagt, was man möchte, wenn man seine Meinung frei und öffentlich äußert, dann muss man damit rechnen, dass es wie einem Arzt in Sachsen-Anhalt passiert, dass der Deutschlandfunk bei der Klinikleitung anruft und nachfragt, was denn die Klinikleitung von den Aktivitäten ihres Mitarbeiters hält. Oder der Deutschlandfunk nennt eine protestierende Ärztin bei vollem Namen, sodass jeder googeln kann, wo sich ihre Praxis befindet. Tut der Deutschlandfunk das, damit es einen Besuch der Antifa bei der Ärztin gibt? Oder damit politisch korrekte Patienten in Zukunft fernbleiben? Also, das sind handfeste Versuche der Medien, die Meinungsfreiheit abzuwürgen. Und das von den Medien, die wir mit unseren Gebühren bezahlen müssen. Oder nehmen wir Attila Hildmann, den veganen Starkoch, dessen Produkte aus den Bioläden-Regalen entfernt wurden, weil der seine Meinung frei und öffentlich geäußert hat. Also bei Hildmann wird die freie Meinungsäußerung mit Wirtschaftssanktionen belegt. Ist das Meinungsfreiheit? Und die geschichtlichen Parallelen muss man gar nicht benennen, die springen einem förmlich ins Auge. Noch schlimmer hat es den Unternehmer Michael Ballweg in Stuttgart getroffen, der Technik für eine Querdenker-Demo zur Verfügung stellen wollte. Auf den LKW wurde ein Sprengstoffanschlag verübt, der nur zufällig kein Menschenleben kostete. Wenn die freien Medien nicht wären, hätten wir von diesem Anschlag der Antifa gar nicht erfahren. Die Mainstream-Presse berichtete erst, als das Verbrechen nicht mehr zu verschweigen war. Und ähnlich war es mit der mörderischen Prügelattacke gegen Menschen, die zur Querdenken-Demo am 16. Mai in Stuttgart gegangen sind. Einer davon, ein Daimler-Gewerkschafter, der auch Mitglied der als rechts denunzierten Gruppe Zentrum Automobil ist, die eher zu den eher linken Gewerkschaften in Konkurrenz steht, der liegt noch heute im Koma seit dem 16. Mai. Die Antifa hat inzwischen auf ihrer Plattform in die Media eine Art Bekennerschreiben veröffentlicht, in dem wörtlich steht, ich zitiere jetzt die Antifa, es geht uns mit körperlichen Angriffen darum, das öffentliche Auftreten der Faschisten so weit wie möglich zu unterbinden.
Wir treiben den gesundheitlichen, organisatorischen und materiellen Preis dafür in die Höhe. Sie sollen mit Schmerzen, Stress und Sachschaden rechnen und dadurch möglichst isoliert, gehemmt, desorganisiert und abgeschreckt werden. Liebe Freunde, das ist die Antifa, die unsere Politiker nicht gefährlich finden, die unsere Medien gehuldigt haben mit Danke, lieber Antifa, wie es im Tagesspiegel stand. Habt ihr schon mal von der Forderung gehört, die Antifa zu verbieten? Nein, ich nicht. Ja? Im Gegenteil. Die Finanzierung soll verstetigt werden. Wie es im Politikerdeutsch heißt, Renate Künast von den Grünen hat das im Bundestag gefordert, dass die Antifa zuverlässig Geld bekommen soll, ohne dass sie lästige Projektanträge ausfüllen muss. Und wozu die Antifa fähig ist, das erleben wir gerade in den USA, wo sie eine Spur von Verwüstung in den verschiedenen Städten hinterlässt. Und ich denke, Donald Trump hat konsequent gehandelt, dass er diese Antifa zur Terrororganisation hat. Aber wie sieht das bei uns aus? Nicht der Terror der Antifa, also angezündete Autos, zerbombte LKWs, zerstörte Büros, Anschläge auf Wohnhäuser, ins Koma geprügelte Menschen finden unsere Politiker und Medien erschreckend. Nein, erschreckend finden Politiker, dass die Identitären nach der Antifa-Prügelattacke ein Banner auf dem Haus des DGB in Stuttgart angebracht haben, das auf die Verbindung von DGB und Antifa hinweist. So etwas löst Verbotforderungen bei der SPD aus, die zu dem ins Koma geprügelten Daimler-Betriebsrat geschwiegen hat und weiter schweigt. Auch Kanzlerin Merkel hat kein Wort über diese Gewalttat verloren. Diesmal hat ja die Antifa auch kein Stöckchen in Form eines Videos hingehalten, das eine angebliche Hetzjagd zeigt, sondern die Antifa hat selbst den Knüppel geschwungen. Und noch ein Wort zu den angeblichen Verschwörungstheorien, von denen die Bürger sich fehlleiten lassen. Angeblich soll es ja eine Verschwörungstheorie sein, dass Bill Gates die ganze Weltbevölkerung impfen lassen will. Jedenfalls ist das so über den Sender des Deutschlandfunks gegangen. Aber wenn das eine Verschwörungstheorie ist, dann frage ich, welche Rolle hat dann bei dieser Verschwörung die ARD gespielt, die Bill Gates in der besten Sendezeit in einem ausführlichen Interview zu Wort kommen ließ. In diesem Interview hat er ja offen davon gesprochen, dass alle Menschen auf diesem Planeten geimpft werden müssten. Also, war das nun der echte Bill Gates in der ARD oder ein Aluhutträger mit Bill Gates Aussehen, dem die ARD ein Podium gegeben hat? Und was ist mit Melinda Gates, die öffentlich verkündet hat, sie fände bei Merkel immer ein offenes Ohr, sobald sie im Kanzleramt anruft? Und was ist mit Merkel selbst, die gesagt hat, die Krise wäre erst zu Ende, wenn es einen Impfstoff gibt? Und die Regierung hat bereits die Weichen gestellt für einen Impfpass, der dann Geimpfte und Nicht-Geimpfte unterscheidet. Also, wenn man jetzt eins und eins und eins zusammenzählt, ist man dann tatsächlich ein Verschwörungstheoretiker oder sieht man nur die wirklichen Zusammenhänge? Nein, was hier passiert ist, wir sollen abgelenkt werden von dem, was die Politiker bereits die neue Normalität nennen. Sie reden, hört genau hin, von der neuen Normalität. Denn diese neue Normalität werden die geplanten Einschnitte in unsere Freiheitsrechte sein, die wir jetzt nicht bereit sind hinzunehmen und die meisten Menschen nicht bereit wären hinzunehmen, wenn ihnen klar wäre, was uns bevorsteht. Wir sollen langsam daran gewöhnt werden.
Nicht umsonst ist unsere Kanzlerin eine Anhängerin des Nudgings. Mit dem Menschen, also Nudging ist eine Technik, mit der man Menschen langsam zu einem Verhalten führt, das die Politiker für das einzig Richtige halten. Jetzt zu diesem Pfingsten sind wieder tausende Menschen im ganzen Land auf den Straßen. Und es sind so viele, dass die Antifa schon auf ihrer Seite in die Media beklagt hat, dass sie nicht mehr die Kapazitäten hat, alle Demonstrationen zu besuchen und zu stören. Und das ist gut so. Das ist gut so. Und unsere und wir alle, die in diesem Land in großen und kleinen Spaziergängen und in Demos auf die Straße gegangen sind, haben ja schon die ersten Erfolge erzielt. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Vorstoß von Ministerpräsident Ramelow, die Corona-Maßnahmen ab dem 6. Juni vollkommen aufzuheben, damit zu tun hat, dass er unsere Stärke richtig einschätzt. Aber weil Bodo Ramelow wieder ein Stück zurückgerudert ist, wahrscheinlich, weil Kanzlerin Merkel ihn daran erinnert zu haben scheint, wem er seine Wiederwahl zu verdanken hat. Und er nun doch an der Maskenpflicht und am Abstandsgebot festhalten will, dürfen wir nicht nachlassen. Ramelow hat, als er seinen Vorstoß verkündet hat, auf Twitter die Frage gestellt, ob wir denn in einem Polizeistaat leben wollten. Und unsere klare Antwort ist, nein, wir wollen in keinem Polizeistaat leben. Wir wollen in keinem Polizeistaat leben und deshalb werden wir nicht ruhen, bis die Maske, die in Wirklichkeit ein Maulkorb ist, gefallen ist. Wir stehen nicht auf Maske, wir stehen auf Grundgesetz, die Maske muss weg. Danke. Vera Lengsfeld.